willkommen zu einer neuen Folge Sailing Benko. Heute mal in einer ganz anderen Umgebung, nicht auf dem Boot und nicht ja, am Wackeln. Ihr seht aber trotzdem hinter mir ein Segelboot mit Meer. Wir sind heute im Büro von Ruben, weil wir wollen heute eine ganz besondere Folge für euch aufnehmen, und zwar unsere Finanzfolge. Und das bietet sich hier einfach super an, weil wir haben ja auch so eine coole Tafel, wo wir euch dann gleich alles zeigen können. Und genau, los geht's! Ja, Kosten an sich ist natürlich ein schwieriges Thema, das wissen wir auch. Und viele der YouTuber da draußen oder der Segelleute, die das Ganze öffentlich gemacht haben, sprechen da gar nicht so gern drüber und ist oft ein Thema, was ein bisschen unter den Tisch fällt. Wir möchten das Ganze öffentlich machen, ganz einfach aus dem Grund, weil wir, wenn wir uns zurückversetzen in die Anfangszeiten unseres Projekts, händeringend auf der Suche waren nach Kostenbeispielen. Ganz einfach, um für uns selber festzustellen, schaffen wir das, was brauchen wir, wie können wir das stemmen. Und für eben Leute, die sowas ähnliches vorhaben, auch so ein Projekt starten möchten, möchten wir unsere Kosten mit euch teilen, damit ihr eben ein Gefühl dafür bekommt. Wichtig ist noch zu sagen, das Thema Kosten ist ein sehr, sehr individuelles Thema, genauso wie der Segelsport an sich. Jeder muss quasi anhand seiner Wünsche, Anforderungen und Bedürfnisse das Ganze für sich entweder hoch, runter skalieren. Keiner muss das so machen, wie wir das gemacht haben, aber vielleicht gibt es für den einen oder anderen da draußen eine kleine Inspiration und vielleicht können wir den einen oder anderen damit weiterhelfen. Bevor wir jetzt gleich zu den konkreten Summen kommen, möchte ich nochmal deutlich betonen, das Ganze lässt sich bestimmt auch für die Hälfte umsetzen oder für das Doppelte oder für das Dreifache. Es kommt eben ganz darauf an, wie die persönlichen Bedürfnisse an Equipment, Schiff, Sicherheitsausrüstung, täglichen Bedarf etc. sind. Das heißt, es muss jeder für sich selber entscheiden. Hier gibt es kein richtig und kein falsch. Und jeder hat letztendlich einen eigenen Anspruch an seinen Lebensstandard und an die Sachen, die er gerne mag. Und genauso ist es auch bei uns. Wir werden euch aber versuchen zu erklären, warum wir in bestimmten Segmenten mehr investiert haben und in manchen Segmenten vielleicht weniger, sodass das für euch ein bisschen verständlicher ist und ihr am Ende dann noch eher abstrahieren könnt und sagen könnt, alles klar, den Bereich sehe ich anders, da würde ich weniger reinpacken, in dem Bereich, das finde ich vielleicht ein bisschen mehr. So möchten wir das Ganze für euch gestalten. Generell möchten wir euch zwei Kostenblöcke vorstellen. Einmal den Kostenblock Refit der Reinke, das heißt also Kaufpreis und Kosten für den Refit. Und der zweite Block, das wird euch dann Steffi präsentieren, sind die monatlichen Kosten. Was planen wir während dieser Reise auszugeben? Bevor ich jetzt zum eigentlichen Kaufpreis komme, möchte ich denjenigen unter euch, die sich nicht so mit Gebrauchtbootpreisen auskennen, noch ein kleines Gefühl geben, wie das so gerade ist bei den Reinkes auf dem Markt. Und dazu zeige ich euch das mal live im Internet. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. Ihr habt es ja gerade selber gesehen im Internet, die Preise reichen von einer 17-Meter-Yacht von 350.000 Euro bis zu einer 10-Meter-Yacht von 35.000 Euro. Wir wollen euch auch nicht weiter auf die Folter spannen. Unsere Reinke hat 18.000 Euro gekostet. Und ich sehe jetzt schon einige von euch, die Hand an die Stirn schlagen und sagen, was, so viel Geld für so einen Schrottkübel, das hätte ich ja nie bezahlt. Und ja, da ist tatsächlich auch was Wahres dran, rückblickend betrachtet. Damals wussten wir noch nicht, dass da wirklich so viel Arbeit reinkommt. Also wir haben dieses Boot besichtigt und uns war total klar, das wird ein Projektboot. Da sind einige Arbeiten, die zu machen sind. Allerdings, dass es dann so viel werden, war uns damals gar nicht so stark bewusst. Also bestes Beispiel ist das Teak Deck. Da sind wir abgegangen und zwar klar, wir müssen das Teak entfernen und zwar auch klar, da sind ein paar Roststellen unten drunter, aber dass es dann wirklich so extrem ist und dann wirklich richtige Löcher im Deck, das war uns nicht klar. Und so war das eben bei vielen Sachen, wo wir dann die Verkleidung abgemacht haben, wo dann die Arbeit letztendlich zum Vorschein gekommen ist, was man bei der Besichtigung nicht so hat sehen können. Von daher hätten wir mit dem Wissen von heute den Preis runtergehandelt, definitiv, aber damals war das tatsächlich ein fairer Preis und wenn man sich das anschaut jetzt auch, die günstigste Yacht war jetzt 10 Meter für 35.000 Euro, da ist 18.000 Euro für eine Yacht, wo noch Arbeit reingesteckt werden muss, echt ein guter Deal und von daher sind wir eigentlich auch ganz zufrieden mit dem Preis von damals. So viel zu unserem ersten Kostenblock innerhalb des Refits. Ihr seht es hier, wir haben drei verschiedene Kostenblöcke, den Bootskauf, den Refit und das Equipment. Jetzt möchte ich euch erzählen, was wir für den Refit gelatzt haben. Man muss natürlich dabei überlegen, wir haben bei diesem Boot fast alles neu gemacht. Ich blende es euch mal hier kurz in so einer Liste ein, vielleicht, wenn das geht.
was das alles ist. Es ist wirklich verdammt viel, wenn ich mich richtig erinnere. Das Bad neu, die Elektronik neu, ein neues Ruder, das neue Matratzen, das Deck komplett neu, neue Beschläge. Also wir haben ja fast das komplette Boot letztendlich überholt. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in den Kosten wieder. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir alle Arbeiten an einem höchstmöglichen Niveau angelehnt haben. Das heißt, wir haben mit sehr hochwertigen Materialien, sei es Farben oder auch Bootszubehörteilen gearbeitet, als auch letztendlich unsere Verarbeitung haben wir sehr hohen Wert drauf gelegt, obwohl wir Laien sind, dass wir das so gut wie möglich eben hinbekommen. Insgesamt, und ich muss dazu sagen, unsere Arbeitsstunden sind damit jetzt nicht eingerechnet, damit will ich gar nicht anfangen, sondern wirklich nur Materialkosten, liegen wir bei 45.000 Euro für den Refit. Bevor ich zu dem dritten Punkt komme, Equipment, unsere Langfahrtausrüstung und elektronisches Equipment, hier nochmal der Reminder, diese Kosten, die ihr hier seht, sind nur ein Richtwert. Das heißt nicht, dass das der heilige Gral ist des Refits und der absoluten Kosten. Man kann es bestimmt auch für die Hälfte machen, man kann es mit Sicherheit, und das weiß ich auf jeden Fall, fürs Doppelte auch machen. Das muss jeder für sich selber entscheiden, wie individuell er sein Boot gestalten möchte und wo er am meisten Wert drauf legt. Das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung zu unserem Equipment, denn das ist wohl der Punkt, wo am meisten potenzielles Einsparpotenzial ist. Es geht hier um elektronische Geräte und Langfahr-Equipment. Das braucht nicht jedes Schiff, das ist auch mehr oder weniger rein optional. Aber wir haben da sehr hohen Wert drauf gelegt, weil das für uns eben ein Teil von Komfort ist und von Sicherheit ist. Das heißt, da sind enthalten unter anderem unser Radar, unser Plotter, dann letztendlich unsere Windsteueranlage, Watermaker ist da mit dabei, den haben wir jetzt noch nicht, den werden wir noch kaufen. AIS-Systeme, also wirklich das ganze Paket. Ich blende euch das auch nochmal ein, was das jetzt alles hier beinhaltet. Wichtig bei diesem ganzen elektronischen Schnickschnack. Das finden wir natürlich cool und es macht für uns Spaß, aber wir möchten einen großen Fehler nicht machen, und das ist uns zu sehr auf diese elektronischen Geräte verlassen. Wir finden es wahnsinnig wichtig, dass du als Segler deine Umwelt wahrnimmst, mit deinen Augen, mit deinen Ohren, mit deinem Gefühl, und dich nicht auf Elektronik verlässt beim Navigieren und auch beim reinen Segeln. Es gibt genug Beispiele von Seglern, die nur auf ihren Plotter geguckt haben und auf einmal gegen eine Felswand gelaufen sind. So möchten wir nicht enden, aber dieses Equipment gibt natürlich ein zusätzliches Sicherheitsgefühl. AIS, da wirst du dann besser gesehen von anderen Schiffen. Mit der Windsteueranlage schaffen wir es ohne Elektronik, nicht die ganze Zeit am Steuer zu stehen. Watermaker wird es uns hoffentlich vereinfachen, nicht überall nach Frischwasser suchen zu müssen, sondern unser eigenes Frischwasser machen zu können und so weiter und so fort. Das sind für uns einfach Komfortsachen, die für uns dann das Leben auf der Langfahrt einfacher machen. Von daher haben wir da eben ein bisschen mehr Wert drauf gelegt und dort ein bisschen mehr investiert, und das sind insgesamt 20.000 Euro. Gesamt landen wir bei 83.000 Euro für den Refit. Wichtig zu wissen, ich konnte da jetzt nicht jede einzelne Schraube aufführen, und ich habe jetzt nicht exakt über jeden Cent Buch geführt. Und so Sachen wie Marinagebühren, Kran etc. sind da auch noch nicht drin. Aber ich glaube, das bringt euch mal so eine grobe Idee, was in dem Arbeitsaufwand, den wir zumindest betrieben haben, das letztendlich kostentechnisch bedeutet. Jetzt werden natürlich einige von euch sagen, was, 83.000 Euro? Für so viel Geld kriegst du doch eine mega geile Langfahrtjacht, die schon völlig ausgerüstet ist. Und ja, auch dieser Gedanke ist uns öfters mal durch den Kopf gegangen, warum wir uns denn diese Arbeit gemacht haben und so ein altes Boot uns gekauft haben und nicht einfach schon ein moderneres, was ausgerüstet ist und einfach losgefahren ist. Aber dafür gibt es ein paar ganz gute Punkte. Am Anfang steht natürlich unsere gewonnene Erfahrung, die wir durch dieses Projekt gesammelt haben. Also bevor wir dieses Boot gekauft haben, konnten wir mehr oder weniger noch nicht mal einen Nagel gerade in die Wand hauen. Von daher sind wir extrem froh, was wir alles gelernt haben. Also zum Beispiel eine 12-Volt-Anlage hatte ich vorher keinerlei Berührungspunkte, außer irgendwie der Physikunterricht in der 9. Klasse. Und jetzt verstehe ich, wie komplett ein Stromnetz funktioniert, wie das alles miteinander hängt. Und so geht uns bei vielen Dingen. Und das ist fast unbezahlbar, sich so einen Wissensschatz anzueignen, den man ja in vielen Lebenslagen auch noch weiterhin verwenden kann. Der zweite Punkt. Es stimmt natürlich, dass wir für 83.000 Euro uns eine super ausgerüstete Langfahrtjacht holen könnten. Aber das Problem dabei ist, und die Segler unter euch, die wissen das, man möchte sein Schiff ja schon individuell haben. Das heißt, da gibt es bestimmte Sachen, die hat der Voreigner installiert. Das möchte man vielleicht nicht. Da möchte man Sachen ändern, Sachen hinzufügen. Und das wäre eben nicht mehr drin. Also diese 20.000 Euro Equipmentkosten, die wären dann, wenn wir so eine Jacht für 83.000 Euro gekauft hätten, eben nicht mehr drin gewesen. Das heißt,
Wir hätten die Yacht so nehmen müssen, wie sie ist, und wir hätten keinen Spielraum für Veränderungen mehr gehabt, was ein bisschen schade gewesen wäre. Passend zu dem Thema auch, der große Vorteil bei unserer Reinke ist, wir kennen wirklich jeden Winkel. Wir haben alles mal aufgemacht, jede Schraube aufgeschraubt, jeden Winkel mal reingeguckt. Wenn irgendwas schief läuft und irgendwas passiert, glaube ich, haben wir den großen Vorteil, dass wir sehr schnell erkennen können und sehr schnell wissen, wo das hakt und wo vielleicht das Problem liegt und wo die Lösung zu finden ist. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil, gerade wenn man auf Langfahrt geht, dass man sein Schiff wirklich in- und auswendig kennt. Und das hat uns diese Refit-Phase auch tatsächlich gebracht. Vor 5 Jahren hatten wir ungefähr die Idee mit der Langfahrt und seitdem haben wir auch wirklich einiges dran gesetzt, damit wir uns das auch finanziell leisten können. Steffi ist zu mir gezogen, wir wohnen in München in einer sehr kleinen 35 Quadratmeter Wohnung zu zweit. Dadurch können wir uns Miete sparen. Urlaube haben wir in den letzten Jahren komplett gestrichen. Auch so Sachen wie Essen gehen, Kino, Freunde treffen, Abendessen etc. wirklich auf ein absolutes Minimum beschränkt. Und nur so ist es möglich, dass wir uns genug Geld zurücklegen konnten, um diesen Lebenstraum zu verwirklichen. Natürlich legt man sich deswegen auch öfter mal in den Haaren und das ist natürlich auch immer ein riesen Streitthema, wenn es um Geld geht. Aber am Ende des Tages ist es so, wenn man seinen großen Traum vor Augen hat und das Ziel nicht aus den Augen verliert, dann kann man sich auch in so Sachen zusammenreißen und dann auch wirklich sagen, alles klar, das Geld, das gebe ich jetzt nicht aus, das lege ich mal zur Seite, um unseren Lebenstraum zu erfüllen. Die ganze Summe konnten wir jetzt nicht selber finanzieren, das wäre ein bisschen zu viel gewesen. Das heißt, wir haben uns auch einen Teil geliehen, was wir am Ende der Reise wieder zurückzahlen werden. Da möchten wir aber nicht weiter darauf eingehen. Auf jeden Fall ist das auch ein Teil unserer Finanzierung. Soviel zum Stand unserer Refit-Kosten. Steffi wird euch jetzt im nächsten Schritt zeigen, was wir geplant haben, bei der Reise monatlich auszugeben. Die monatlichen Kosten sind natürlich auch schwierig für uns jetzt zu sagen oder festzulegen, da wir ja noch gar keine Erfahrungswerte haben. Wir haben uns aber mit einer Menge Seglern unterhalten und haben so dann auch, sagen wir mal, unsere Verteilung der Kosten kalkuliert. Wir haben uns da aber für uns zum jetzigen Zeitpunkt das Bestmöglichste, denken wir, errechnet. Und werden dann sehen, ob wir damit klarkommen. Tada! Hier ist unser Betrag, unser monatlich errechneter Betrag. Und zwar sind es 1625 Euro, mit denen wir denken, dass wir in der ersten Zeit zumindest ganz gut fahren. Und ja, es gibt natürlich auch bei diesen monatlichen Beträgen oder monatlichen Ausgaben ganz verschiedene Ansichten. Der eine Segler sagt, ach, ich komme mit 500 Euro im Monat klar, gar kein Problem. Da sagt der andere, ach Quatsch, ich will mir da schon 3.000 bis 4.000 Euro vielleicht sogar rauslassen, um da ein gutes Leben zu führen. Wir haben uns echt mit vielen Seglern auch unterhalten und es ist einfach total verschieden, weil jeder hat einfach andere Ansprüche. Wir denken aber erstmal, dass wir mit diesem Betrag ganz gut um die Runden kommen. Und uns hat eine Sache ja etwas beruhigt, müssen wir sagen. Wir haben online beim Recherchieren und beim Googlen die Seite von Bobby Schenk auch gefunden. Wer kennt sie nicht? Und da ist ein Artikel auf der Seite, beziehungsweise ein Beitrag. Dort wurden 85 Langfahrtsegler befragt oder die Angaben, wie die denn so ihre monatlichen Ausgaben kalkulieren. Und die kommen auf 1550 Euro. Und dieser Betrag liegt jetzt gar nicht so weit entfernt von unserem. Von daher, ich denke, wir haben ganz gut kalkuliert. Dieser Betrag ist natürlich einfach mal ein Basiswert, weil es kommt natürlich darauf an, an welchen Orten wir sind, wie die Lebensmittelpreise dort sind, wie sind die Gebühren in den Häfen oder vielleicht kommt zum Schluss doch noch eine große Reparatur dazu, dann ist natürlich dieser Betrag hin. Wir haben da jetzt auch leider keinen großen Puffer, den wir einplanen können, deswegen drücken wir uns da selbst auf dem Bezug die Daumen und denken aber, dass es für den ersten Start und für die erste Zeit auf jeden Fall eine ganz gute Kalkulation ist. Jetzt kommen wir zu den Details. Die monatlichen Kosten gliedern sich wie folgt auf. An erster Stelle seht ihr die Auslandskrankenversicherung für Ruben und mich. An zweiter Stelle die Kasko- und Haftpflichtversicherung für die Benko. An dritter Stelle ein natürlich auch wichtiger Punkt und die Kommunikation und darunter fallen ja Handykosten, Internetkosten. Der vierte Punkt ist Tanken und für unser leibliches Wohl muss ja auch gesorgt sein, also der fünfte Punkt ist Essen. Der nächste Punkt muss auch irgendwie abgedeckt werden. Wir wollen auf unserer Reise natürlich auch ein paar Ausflüge machen oder uns mal in ein schönes Strandcafé setzen, deswegen haben wir auch ein Spaßbudget mit dabei. Der siebte Punkt, auch ganz wichtig, da werden wir nicht drum rumkommen. Wir müssen Einklarierungsgebühren oder Hafen- oder sogar Buchtgebühren zahlen vielleicht. Also auch ganz wichtig, ist auch in unserer Kalkulation mit drin. Zu guter Letzt haben wir einen Punkt eingeplant, Schiffsreparaturen.
Ihr kennt es wahrscheinlich selbst oder viele von euch kennen es. Es geht einfach immer mal wieder was Kleines kaputt und wir finden, da sollte auf jeden Fall in der monatlichen Kalkulation ein kleiner Betrag dafür bereitstehen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck jetzt von dem monatlichen Budget bekommen, beziehungsweise auch von den Unterpositionen. Was man noch dazu sagen muss, ist, dass die Positionen variabel sind. Bedeutet, wenn man mal in einem Monat mehr tanken muss, dann wird es halt von dem Spaßbudget abgezogen. Und wenn mal keine Einklarierungskosten anfallen, dann können wir diesen Posten oder dieses Budget auf unsere Schiffsreparaturen ummünzen. Bedeutet, wir können untereinander eigentlich die Budgets auch ein bisschen verschieben und auf andere Bereiche oder für andere Bereiche nutzen. Ein Posten ist in der Kalkulation jetzt noch gar nicht berücksichtigt. Und zwar sind es die Ausgaben, die wir für unsere YouTube-Videos haben. Darunter zählen zum Beispiel Kosten für die Festplatte, fürs Webhosting, für Musikeinkauf, für Internetgebühren oder sonstiges Equipment, auch für die Kamera. Da gibt es auch ein gutes Beispiel. Uns hat leider vor einer Woche unser Mikro verlassen. Kann man nicht ändern, ist ein Gebrauchsgegenstand. Aber bei solchen Dingen sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Wir möchten uns natürlich ständig in diesem Bereich verbessern und euch auch die bestmöglichsten Videos mit der bestmöglichsten Qualität liefern. Oder es geht auch darum, euch einfach andere Beiträge in einer guten Qualität liefern zu können. Deswegen sind wir da auf eure Hilfe eben angewiesen. Erstmal ein großes, großes Dankeschön an unsere Patrons. Das ist wirklich super, dass ihr uns unterstützt und da dabei seid. Das bringt wirklich viel und ein großes Dankeschön an euch. Wenn ihr auch Lust habt, euch mal durch die Patreon-Seite zu klicken und euch das mal genauer anzuschauen, den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Genau, wir freuen uns natürlich über jeden Support. Schaut es euch einfach mal durch. Zusammenfassend ist noch zu sagen, wir wissen, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir so ein Projekt durchziehen können. Und wir sind wahnsinnig dankbar, dass wir die Möglichkeiten haben, das eben zu tun und euch da mitzunehmen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und mit viel harter Arbeit und mit wirklich Einschränkungen und persönlichem Engagement lässt sich sowas auch durchsetzen. Man muss es halt eben nur wirklich wollen. Und an dieser Stelle möchten wir uns auch bei euch bedanken. Vielen Dank für eure vielen E-Mails, Likes, Kommentare und Zusprüche. Das hilft uns auch ganz oft in Situationen, wo wir dann doch mal einen kleinen Downer haben und denken, setzen wir das wirklich um, wollen wir das wirklich machen. Das motiviert uns immer aufs Neue. Vielen Dank dafür. Das ist auch einer der Gründe, warum wir das überhaupt machen. Wir möchten diese ganze Reise natürlich mit euch teilen, sodass ihr auf eurer Couch zu Hause, ohne viel Geld auszugeben, mit uns mitfahren könnt und wir gemeinsam diese Abenteuer erleben. Da freuen wir uns schon sehr drauf und wir freuen uns auch, dass eben du mit dabei bist. Was meinst du? Sind die Kosten denn richtig kalkuliert? Was ist denn deine Meinung dazu? Schreib es uns unten in die Kommentare. Gib uns ein Like auf Instagram, Facebook oder Patreon und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal mit dabei bist.